Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu Part Nummer 4 des Reviews der Rohema 5 Allegrit und der Rohema Speedsticks. Und ja, ich bin hier an meinem Schlagzeug, wie man das sehen kann. Und der Grund ist, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie diese Sticks an den Trommeln und Becken klingen, und nach diesem Video kommt dann das Video am Schlagzeug. Und ja, ich möchte euch jetzt auch mal darum bitten, diesen Kanal hier zu abonnieren. Also bitte drückt den Abo-Button und drückt auch die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und jetzt hole ich mal einen Stock raus und wir fangen mit dem 5A, mit dem ganz normalen 5A an, und zwar zuerst auf den Trommeln. Vom Klang her schon mal nicht schlecht, aber genial wird es, wenn man mit diesen Sticks hier auf dem Becken spielt. Und zwar werden wir jetzt einen sehr hölzigen und harten Klang hören. Also passt mal auf. Also wirklich ein schöner, hölziger, harter Klang, der nicht schlecht klingt, aber auch nicht wirklich gut klingt, aber besser wird es mit dem Speedstick, denn dieser ist heller und feiner im Klang, und das werden wir jetzt mal testen. Also auch hier ein sehr hölziger, harter, schöner Sound, der mir sehr schön gefällt. Zwar kommt dieser Klang nicht ganz an den Klang von anderen Sticks an, die ich schon gespielt habe, aber trotzdem ein wunderschöner Klang, den ich dennoch sehr oft und sehr viel einsetzen möchte. Denn so gefällt es mir. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Like, dann kommentiert. Und jetzt gleich kommt das zweite Video. Und zwar, da werde ich diese Sticks am Schlagzeug dann vorführen. Gut, dann bis gleich zum Schlagzeugvideo. Ciao, ciao.